Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Cute Clay. Mein Name ist Anna und wir machen heute gemeinsam Kerzenuntersetzer aus Knetbeton. Für unsere Untersetzer benötigst du eigentlich nur eine gute Unterlage, ein Gefäß, in dem du dir den Beton anrührst und eventuell ein Glas Wasser, welches du dann immer wieder ein bisschen hinzufügen kannst. Den Beton kannst du so rausschütten oder mit einem Gefäß rausschöpfen. Ich gebe im Knetbeton eher nach Gefühl, das heißt, ich halte mich nicht an die Packungsanweisung, sondern mische den Beton mit ein wenig Wasser und rühre erstmal ein wenig um. Dann sehe ich, ob es noch ein bisschen Wasser benötigt oder ob es schon ausreichend ist. Und wenn er bereits knetbar ist und gut zu verarbeiten, dann rolle ich ihn aus. Nimm dir die Hälfte aus dem Behälter raus und knete es, rolle es dann flach aus und schnapp dir den nächsten Teil aus dem Behälter, knete es und rolle es wieder daneben flach aus. Versuche beide Teile gemeinsam glatt zu streichen und miteinander zu verbinden. Schnapp dir einen großen und runden Ausstecher, ca. 15 bis 20 cm groß. Einen Teil habe ich noch etwas für etwas anderes benötigt und daher herausgenommen. Ich habe alles so auf einer Metallplatte 2 Tage lang trocknen lassen. Ich denke, es sollte so auf einer Kartonplatte oder auf einem Plastik genauso trocknen. Mit einer Spachtel bekommst du den Knetbeton ganz leicht von der Metallplatte wieder herunter und mit einem Multifunktionswerkzeug schleife ich die Ränder noch ein wenig glatt. Schleifpapier mit der Körnung 100 war natürlich hier auch ein wenig hilfreich, um eine glatte Oberfläche zu erhalten. Mit einem Textilkleber habe ich dann die rosafarbene Bordüre mit Pompons befestigt am Knetbeton. Dies hat eigentlich relativ gut funktioniert, man muss nur ein bisschen warten. Und vergiss in der Zwischenzeit nicht, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Vielen Dank! Den überstehenden Rest schneiden wir nun weg.
Du kannst deine Untersätze naturell lassen oder einen Stoffsticker in die Mitte setzen und mit einem Permanentmarker rundherum noch ein Muster malen.